Waage und Skorpion. Passt das zusammen? Partnerhoroskop für das Sternzeichen Waage. Die Beziehung zwischen einer Waage und einem Skorpion steht unter keinem guten Stern und muss daher als schwierige Konstellation eingestuft werden. Die beiden passen von ihren Charaktereigenschaften nicht sehr gut zusammen. Deshalb kann diese Beziehung nur mit sehr viel Verständnis und gegenseitiger Toleranz gut gehen. Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion stehen für eine leidenschaftliche und idealistische Persönlichkeit und für ein geheimnisvolles Wesen. Dies steht im krassen Gegensatz zu einem Waagepartner mit seinem ausgeglichenen Temperament und seinem starken Streben nach Harmonie und Schönheit. Somit sind die Vorzeichen für eine Beziehung zwischen diesen beiden Sternzeichen alles andere als günstig, wie das auch das Partnerhoroskop Waage klar zum Ausdruck bringt. Das Sternzeichen Waage, egal ob Waage Frau oder Waage Mann, sucht nach Klarheit in der Beziehung. Gefühle verwischen für die Waagegeborenen nur allzu oft die Realität und behindern sie dabei, zu einem vernünftigen Schluss zu kommen und gute Entscheidungen zu treffen. Der Skorpion, sowohl die Skorpionfrau als auch der Skorpionmann, sieht das ganz anders und handelt auch ganz anders. Der Skorpion muss die Dinge spüren können, damit sie für ihn eine reale Bedeutung bekommen. Der Skorpion kann nicht alles von einer logischen Ebene aus betrachten, denn dann würde ihm der tiefere Sinn dabei fehlen. Wenn man nichts fühlen kann oder nichts greifen kann, ist man in den Augen des Skorpions auch nicht wirklich am Leben. Die konstante Ausgeglichenheit der Waage wird beim Skorpion, bei dem es immer auf und ab geht, daher auch absolutes Unverständnis hervorrufen. Eifersucht und Kontrolle. Der Partner Waage ist dagegen sehr offen und zu allen freundlich. Sie zeigt sich gesellig und sehr kontaktfreudig und schließt schnell neue Bekanntschaften. Eine Waage kann aber auch sehr oberflächlich und abstrakt sein und damit ist sie das genaue Gegenteil des Skorpions, der tiefgründig, emotional und leidenschaftlich ist und sich anderen Menschen gegenüber oft recht verschlossen und unnahbar gibt. Noch zusätzlich wird diese Partnerschaft durch die Eifersucht des Skorpions erschwert, der seinen Partner am liebsten Tag und Nacht und mit Haut und Haar kontrollieren möchte. Es geht nur mit Verständnis und Toleranz. Die Unterschiede in der Beziehung zwischen Waage und Skorpion sind recht groß und gleichzeitig bergen sie für beide auch eine große Chance. Sollten es beide Partner schaffen, genügend Verständnis und Toleranz füreinander aufzubringen, eröffnet ihnen das die Möglichkeit, sich durch die Andersartigkeit ihrer Partner bereichern zu lassen und von diesen zu lernen. So kann der Skorpion von der Waage lernen, die Dinge auch einmal aus einer gewissen emotionalen Distanz heraus zu betrachten, und die Waage kann von ihm lernen, mehr Leidenschaft und Gefühlstiefe zuzulassen. Doch bei der Konstellation Waage und Skorpion ist es wahrscheinlicher, dass sich beide kaum ernsthaft voneinander angezogen fühlen werden. Denn die Waage braucht einfach ihre Freiräume, während der kompromisslose Skorpionpartner eine intensive Partnerschaft anstrebt. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicken Sie dazu unten auf den Button Abonnieren und verpassen Sie die neuen Videos nicht mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse.